her phone is not in her. She's a dad. Herzlich willkommen bei Skelliscraft und damit willkommen zu Click a Frenzy in Roblox. Dieses Video wurde von Lazirius gewünscht. Click a Frenzy ist ein Clicker-Game, wie der Name sagt. Und zwar ist es eine Mischung zwischen Cookie-Clicker und so etwas wie CSGO-Cases-Öffner. Also das ist einfach mit den Artikeln aus dem Roblox-Katalog herausnimmt. Also wir haben jetzt hier diese Fläche hier, Click to Click for Bucks. Also jedes Mal, wenn ich jetzt da drauf klicke, bekomme ich 25 Case Bucks mehr. Je länger man da drauf klickt, desto mehr Money hat man. Und je mehr Money hat, kann man bessere Cases öffnen. Und jetzt kann ich zum Beispiel, nehmen wir mal eine Rare Case. Und das öffnet die jetzt. Mal sehen, was wir für tolles Zeug bekommen. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich hoffe es einfach mal. Und, nein, das ist scheiße, ich glaube. Dieses Teil hat jetzt einen Wert von 6148 Case Bucks. Jetzt habe ich die Auswahl, entweder ich spinne wieder, ich verkaufe das Item, oder ich behalte es, oder lege es sogar an, oder ich mache einfach nichts. Und jetzt ist die Zahl über mir gestiegen, das ist einfach der Wert, den ich jetzt habe. Und nur, damit ein bisschen hier einen Eindruck von diesem Server bekommt, hat der ganz oben, der ting 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 Cash macht. Und sieht man einfach die Zahl hier, wie sie hochgeht. Und ich bin jetzt ein trauriger Level 1. Das ist übrigens nicht die Form, die ich im normalen Roblox habe, sondern das ist jetzt die... Jeder beginnt hier so, wie in einem Steins gehen, und man kann dann halt einfach sein Zeug anziehen. Jetzt habe ich jetzt das Teil hier. Equip. Item Equip, gut, kann ich das schießen, Backpack, so. Wow, jetzt habe ich das Teil hier in der Hand, also kann man das halt equippen. Und je mehr man hat, desto besser ist man. Ich verdiene jetzt mehr Geld. Der hat so richtig auf diese Maustaste Spam. Ah, und jedes Mal, wenn man eine Case öffnet, bekommt man mehr Experience. Ich habe jetzt gerade für die Rare Case irgendwie 4 Experience bekommen und so weiter. Was dann passiert, habe ich keine Ahnung. Und was ist jetzt los? Warum geht der Knopf nicht mehr? Ah, jetzt geht es wieder. Yeah. Mal sehen, wie wir kaufen können dann. Wir könnten versuchen, wieder eine Rare zu bekommen. Oder wir kaufen wieder eine Upgrade. Mal sehen. 5 Training Slots, bla bla. Wir können uns mehr Bucks kaufen dann, also dass pro Klick statt 25 irgendwie 30 kommen, wenn wir in mal dort ankommen. Gibt es irgendwie eine Taste, die man einfach anklicken hat, denn die sind grün, so die Taste, und rot und blau, und vielleicht gibt es einen Code, damit man klicken kann. Nein, das sind die Lauftaste. Nein, das geht nicht. Dann muss ich da mit dem Maus klicken. Jetzt geht das schon wieder nicht mehr. Warum? Warum? Bitte sagen Sie mir, warum das nicht mehr geht. Das ist scheiße. Autoclick Cooldown. Alles klar. Also um ehrlich zu sein, ich habe jetzt kein Autoclick drin. Also erzählt einfach mal. Glümpel. Jetzt gab es mir einfach ein Upgrade. Jetzt haben wir 30 pro Clip. Wuhu, jetzt verdienen wir mehr Geld. Und ich habe das Gefühl, ich muss zwei Schienen gebraucht haben. Rainbow Dot. 350 Robux. Teuer. Komm schon, Baby. Please give me more money. Die Jürgen kaufen jetzt. Und die kostet ja nur 10.000 Robux. Und 10.000 Robux kosten... Warten, bitte. Ja, 10.000 Robux kosten ja nur $99.95. Ja, fast billig. Jetzt habe ich den Autoklicker Cooldown schon wieder. Egal, wir kaufen uns einen Ankommen. So, was bekommen wir?
mit einem Wert von 9703. Dieses Mal hat es sich gelohnt. 5000 hingeblättert, 9000 einkassiert. Und wir können uns, nein, nicht das, wir können uns direkt noch eine Zubackpack. Noch eine Case kaufen. Jetzt sind wir Level 25. Kann es sein, dass es vom Wert von den Artikeln abhängt? Das ist jetzt nahe den 5000, die ich jetzt hingemeldet habe, aber ja. Jetzt haben wir einen totalen Wert sogar von 21.403 Casebox. Yeah, wir sind rich. Also eigentlich nicht, aber egal. Autokalkulator, no! Das ist, ich klicke mit der Maus. Es ist kein Programm, das für mich klickt hier. Ey, könnt ihr jetzt zuhören? Ich klicke jetzt einfach jetzt mit der Maus hier. Mal sehen, wo es stecken bleibt. Für Autoclick Cooldown. Weil ich klicke jetzt auf diese verdammte Maus, jetzt sogar mit zwei Fingern, damit es etwas schneller geht. Jetzt geht es irgendwie. Keine Ahnung, das muss der Aufnahmeeffekt sein. Bald können wir uns eine Epic Tour kaufen oder wir upgraden nochmal die Casebox pro Klick. Na komm, wir gehen weiter, solange es noch geht. So, egal, wir gehen noch upgraden. Jetzt können wir 35 pro Klick haben. Mhm. Jetzt ist es schon wieder da. Ihr hört es ja. Ich hab jetzt. Verdammte Scheißkunde. Mr. Roblox, bitte entfernen Sie diesen Autoclick-Cooldown. Ansonsten werde ich jetzt ragen. Roblox! Hörst du mich? Entweder da kann ich jetzt wieder Geld verdienen. Oder ansonsten hat sich dir. Ah, danke. Ach nein, Cortana, geh weg. Jetzt ist es wieder. Aber wir kaufen jetzt wieder eine Case während dem Cooldown. Wir hätten fast einen Legendary Teil gehabt, aber dieser blöde Teil. Ich habe mehr bezahlt, als das Teil wert hat. Nochmal eine Ankommen kaufen. Boom. Boah, klickiert. Nein, nicht kaufen! Ich will nichts kaufen. So. Geh weg. Geh weg, verdammt! Okay, jetzt ist gut. Weg. Und wieder habe ich weniger Zeug bekommen, als es wert war. Und dann verkaufe ich mal das. Und willkommen. So. Okay, das war kein Ankommen-Ding. Egal. Wir haben jetzt viel Money. Und jetzt können wir nur noch ein bisschen weitermachen. Und dann sind wir noch sehr weit weg. 50.000. So, wir haben jetzt 50.000. Wir können uns eine Epic Box kaufen. Yes. Oh yeah. Das klingt toll. Bitte? Schwarz? Schwarz? Nein! Bleib stehen! 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 Oh. Ich hab